Jetzt geht's los mit der Partie SV Werder Bremen gegen Turbine Potsdam am ersten Spieltag der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga. Flankenposition für Noemi Gentile. Die kommt gut. Hier sehen wir jetzt nochmal den Freistoß von Noemi Gentile. Und der wird sogar nochmal weitergeleitet, was die Bremerinnen diese Saison besser machen wollen. Kiyokawa mal im Angriff und der geht ganz knapp vorbei. So eine Möglichkeit. Also 380 Zuschauer im Schnitt letzte Saison, jetzt beim ersten Saisonspiel schon fast 600. Da ist auf jeden Fall schon mal besser. Und jetzt die Möglichkeit. Und vielleicht kommt jetzt... Nein. Schöne Hereingabe von Sehan. Jetzt die Möglichkeit. Viktoria Schwalm, ganz schön schnell ist die unterwegs. Und dann gibt's Ecke. Hat ein echt gutes Tempo drauf. Und dann im Schuss nicht mehr die Präzision. Aber sie halten durch und sind weiterhin laut. Freistoß in die Mitte und da ist das Tor. 1:0 für Turbine Potsdam. Mit dem Kopf. Da fällt sie gleich hin vor Freude, die Torschützin. Das ist natürlich auch schön für die Eingewechselte direkt hier ein Tor zu machen. Die Flanke kommt gut und Irena Kuznetsov springt am höchsten. Nichts zu machen für Anneke Borbe. Guter Doppelpass. Außen mit Tuana Keles. Da ist die Möglichkeit und der ist drin! Ausgleich durch Saskia Matthijs. 1:1 und was für ein Tor! Zusammen mit Nina Lürsen, die heute ein tolles Spiel macht. Sie sieht die Lücke und sie haut einfach drauf. Sie rutscht sogar noch weg. Und dann ist er perfekt in die Ecke. Im Rutschen. Und da hat Vanessa Fischer keine Chance. Nochmal ein Freistoß für Potsdam. In die Mitte. Gefährlich. Nachschuss Barrett. Abgefälscht. Dadurch hat sie womöglich Schlimmeres verhindert. Hier sehen wir es nochmal. Maya Hahn kommt eigentlich perfekt hin, aber Ulbricht dann noch dabei, erst mit dem Fuß. Also jetzt pfeift die Schiedsrichterin ab. Punktgewinn für beide Mannschaften. Bremen zu Hause schafft es nach dem 1:0 Rückstand nochmal zurückzukommen.